Moin Leute, Tobson hier und heute möchte ich euch mal ein Video zeigen zum Logitech G29 Driving Force Lenkrad. Das Ganze habe ich mir ausgeliehen bei einem aus meiner Familie, denn das Ganze habe ich selber noch nicht. Ich möchte es mir aber eventuell zulegen, deswegen habe ich es jetzt erstmal getestet, habe es mir wie gesagt ausgeliehen und wollte einfach mal schauen, wie sich das Ganze denn verhält, wie sich das fährt, wie sich das spielt. Und ihr wisst ja, ich spiele relativ viel Forza Motorsport 7 und Forza Horizon 4. Jetzt wundert man sich natürlich, warum habe ich mir das Lenkrad nicht schon lange geholt. Keine Ahnung, vielleicht war man auch immer mal zu geizig, aber ich habe es mir jetzt mal ausgeliehen, um das Ganze einfach mal zu testen. Ich habe das Ganze jetzt 2 Tage getestet, habe zwischendurch immer mal die Kamera hinter mir aufgestellt, um ein bisschen was aufzunehmen, um das für euch nachzukommentieren. Und ich möchte euch mal so ein bisschen meine Erfahrung zu den Ganzen jetzt sagen, wie mir das gefällt und für wen es sich denn lohnt und für wen es sich wirklich eigentlich gar nicht lohnt. Ich spiele jetzt ungefähr seit 4 oder 5 Jahren Forza auf der Xbox One. Jetzt fragt man sich natürlich, warum habe ich mir das Ganze nicht vorher geholt. Zuerst mal, weil es halt nicht gerade billig ist. Jetzt nicht, dass ich es mir nicht hätte holen können, das wäre gar kein Problem gewesen, aber es sind immer noch 300 Euro und man weiß nie, ob man das Ding dann wirklich auf Dauer auch nutzt, weil ich hatte manchmal einfach ein paar Momente, wo ich einfach mal monatelang kein Forza gespielt habe und dann würde das Ding einfach nur rumstehen. Und man muss da immer an das Preis-Leistungs-Verhältnis denken, was man denn letztendlich dafür bekommt und wie lange man es nutzt. Und 300 Euro sind immer 300 Euro. Das ist eine Konsole, die man dafür kriegt. Dafür kriegt man zum Beispiel eine PS4 Pro. Und das ist nicht wenig Geld. Deswegen habe ich mir gedacht, ich leise es mir jetzt erstmal aus und teste das Ganze. Ja, wie gefällt es mir bisher? Also ich finde es bisher wirklich super. Es fühlt sich sehr, sehr echt an. Es fühlt sich sehr direkt an. Also die Lenkung ist wirklich so, als würde man fast in dem Wagen drin sitzen. Also das ist nicht wie bei den Billiglenkrädern, dass man manchmal so ein bisschen Delay drin hat. Das ist wirklich geil. Hinzu kommt natürlich das Force-Feedback. Das Force-Feedback gibt einem natürlich das Gefühl, dass man bei Bodenwellen und sonst was einfach teilweise auch gegenlenken muss, gegenhalten muss, dass das Lenkrad nicht ausschlägt. Und das ist natürlich eine geile Sache, was man bei den Billiglenkrädern nicht dabei hat. Und das merkt man und das erfordert natürlich auch ein bisschen Feingefühl. Und man muss dazu auch sagen, es ist nicht gerade leicht, wenn man vorher noch nie mit so einem hochwertigen Lenkrad gespielt hat. Und natürlich auch mit den Geschwindigkeiten. Da hilft es einem nicht, wenn man mit 130 über die Autobahn gurkt. Das ist eine Sache, die wird da einem hier relativ wenig bei helfen, denke ich mal. Natürlich ist es jetzt nicht unbedingt von Nachteil, wenn man vorher schon Auto fahren kann. Das habe ich deutlich gemerkt, jetzt wo ich seit ein paar Monaten Führerschein habe und auch ein Auto habe, dass ich dort ein bisschen leichter reingefunden habe. Ich habe das Ganze ja vorher schon mal getestet, vor einem halben Jahr habe ich das schon mal angespielt, dieses Lenkrad, und da hatte ich noch keinen Führerschein, da habe ich gemerkt, wie man denn da schon ganz schön hart failen kann, weil man einfach gar nicht so ein Gefühl für ein Auto hat. Wenn man einen Führerschein hat, dann wird das einem ein bisschen helfen, aber auch nicht sonderlich viel, weil es ist immer noch eine Simulation und wie gesagt, wenn man normal Auto fährt, dann ist so eine Nürburgring-Strecke natürlich was ganz, ganz anderes. Und das ist auch übrigens der Grund, wieso ich mir dieses Lenkrad vielleicht holen möchte, wegen den Nürburgring. Einfach über den Nürburgring in Forza Motorsport 7 zu ballern, weil es einfach geil ist. Oder einfach mal in Forza Horizon 4 hier rumzudüsen. Natürlich auch mit Schaltung. Ich habe erstmal Automatik gespielt und später dann auch in Forza Horizon 4 mit Schaltung, weil es einfach ein bisschen leichter fällt, weil da nicht so krass viele Kurven sind. Man muss natürlich auch erstmal reinkommen. Und Forza Horizon 4 mit Schaltung macht auf jeden Fall Bock. Kann ich auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Aber Nürburgring war auf jeden Fall ein großes Kriterium, wieso ich drüber nachdenke, mir so ein Lenkrad zu holen. Weil es einfach verdammt cool ist, darüber zu fahren. Und weil ich niemals mit meiner eigenen Karre über Nürburgring ballern würde. Zuerst mal, weil die Fahrerfahrung zuerst mal fehlt. Und weil ich niemals meinen eigenen Wagen auf den Ring schrotten würde. Da hätte ich Schiss vor. Da ist mir das Geld leider zu schade. Und so viel Kohle habe ich nicht locker, um einfach mal ein paar tausend Euro gegen die Wand zu fahren. Das ist nicht so geil und das ist auch nicht so schön. Wenn man das natürlich Rennsport als Hobby hat, dann ist das natürlich was anderes. Aber ich würde das natürlich nur aus Spaß machen. Und das ist so eine Sache, warum ich drüber nachgedacht habe, mir dieses Lenkrad hier zu kaufen. Ich habe über das Trustmaster Lenkrad nachgedacht, aber das Lenkrad hier fühlt sich auf jeden Fall schon echt sehr, sehr wertig an von Logitech. Generell, das ganze Lenkrad ist sehr hochwertig verarbeitet. Das Ganze ist komplett aus Metall, das Gestell.
Die Ummantelung vom Lenkrad ist aus Leder. Der Shifter fühlt sich auch richtig gut an, kommt schon nahe an der echte Kupplung. Natürlich ist da ein bisschen mehr Spiel mit drin und es geht ein bisschen leichter als bei einer echten Kupplung. Aber es ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Die Schaltwippen sind auch komplett aus Metall. Und auch die Pedale, die Kupplung, die Bremse und das Gas sind auch aus Metall und fühlen sich wirklich gut an und haben einen richtig guten Widerstand. Kommt einem echten Auto auch relativ nah. Die Kupplung, die kann man zwar nicht so weit durchtreten wie bei einem echten Auto, aber trotzdem, es fühlt sich wirklich alles sehr, sehr gut an und es kommt das Gefühl rüber, als würde man in ein Auto sitzen und fahren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, für wen lohnt es sich, für wen lohnt es sich nicht. Das muss man natürlich erstmal für sich selber entscheiden. Aber wenn ich sagen würde, ob es sich lohnt oder nicht, dann würde ich auf jeden Fall zuerst mal ja sagen. Es lohnt sich für das, was es kann, denn es simuliert auf jeden Fall sehr gut das Autofahren und es kommt auf jeden Fall sehr nah da dran. Jetzt ist aber auch die Frage, für welche Personengruppe würde es sich am meisten lohnen und für welche eher weniger. Wenn man jetzt großer Rennsport-Fan ist und ganz viel Rennsport selber privat guckt und auch sehr, sehr viel Rennsport-Spiele spielt, wie Forza, Gran Turismo, Assetto Corsa und was es da nicht noch alles gibt, für die lohnt sich das natürlich auf jeden Fall, weil es nochmal ein komplett anderes Erlebnis ist als mit einem Controller. Es fühlt sich einfach viel geiler an und es erfordert natürlich noch mehr Übung. Man kann sich da drin immer steigern, man kann immer besser werden, das Fahrgefühl wird immer besser. Für solche Leute lohnt sich so ein Ding auf jeden Fall. Wenn ihr aber eher so Casual Fun Racer seid, für die, die eher so Spiele wie Need for Speed spielen, für die wird sich das eher nicht lohnen, weil das spielt sich dann doch besser auf dem Controller. Weil es halt einfach Arcade-Racer sind und die für solche Lenkräder eigentlich nicht ausgelegt sind. Die sind eher für Simulationen gedacht, wie Forza oder halt Gran Turismo, Assetto Corsa und die paar anderen Spiele, die es da noch gibt. Da gibt es ja eine ganze Menge mittlerweile von. Und da muss ich sagen, für diejenigen lohnt es sich dann eher nicht, die eher so Arcade-Racer spielen. Aber für Leute, die selbst die nicht unbedingt Rennfahrer sind oder die jetzt nicht die größten Rennsportfans sind, die aber Racing-Games mögen und die einfach satt sind, mit einem Controller zu spielen, für die lohnt es sich auch. Da muss man einfach nur abwägen, ob es sich lohnt, dafür 300 Euro auszugeben, weil das ist schon ein ganzer Happen. Ja, das ist so meine Meinung dazu. Wenn ihr aber wirklich regelmäßig Forza spielt, dann tut das euer Spielerlebnis auf jeden Fall um einiges aufwerten und ihr werdet vielleicht, wenn ihr den Spaß an Forza verloren habt oder an Gran Turismo oder Co., werdet ihr dadurch wieder Spaß haben, weil es einfach was ganz, ganz anderes ist. Es fühlt sich komplett anders an und für die Leute lohnt es sich auf jeden Fall. Ich muss für mich noch drüber nachdenken, ob ich es mir zulegen werde. Ich werde das Ganze jetzt noch eine Woche testen, ab und zu mal immer damit spielen und dann werde ich für mich festlegen, ob ich mir irgendwann da mal dieses Lenkrad hole oder nicht. Das werden wir dann sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Heute mal kein normales Gameplay aufgenommen von der PlayStation Xbox mit der Elgato im Hintergrund, sondern einfach mal mit der Kamera hinter mir aufgestellt, um einfach mal dieses Lenkrad auch zu zeigen. Mit einem kleinen Voice-Over dazu. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr von dem Lenkrad haltet, wenn ihr das denn selber benutzt und ob es sich für euch gelohnt hat. Also haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.